Und ich dachte nur so, Scheiße, was machst du denn jetzt? Fantastic. Hallo, willkommen. Ja, ich bin wieder mal richtig übelst genervt, weil gestern ist mir der größte Fail in diesem Jahr passiert und heute war es der größte Fail aller Zeiten. Aber auch von allen Menschen, die dieses Spiel jemals gespielt haben und auch jemals noch spielen werden, von allen Menschen auf diesem Planeten, ist mir das Dümmste passiert, was einem passieren kann. Und ich will es jetzt auch direkt quasi nach dem Angriff direkt aufnehmen, um euch jetzt einfach mal zu zeigen, was mir denn passiert ist. Vor allem der Clankrieg sieht gar nicht mal schlecht aus und ich bin so abgrundtief dumm und verschenke zwei sichere, 200%ige Sterne bei der 2, weil ich einfach so ein riesen Vollidiot bin. Wir gucken mal rein. Also, ich hatte mir das ganz easy überlegt, von hier oben schön mit den, also zuerst wollte ich die Klauenburg-Glocken hier unten, ne, zwei Schweine draufgesetzt, die Klauenburg kommt raus, ich wusste ja, was drin ist, weil ja schon jemand angegriffen hat. So, hätte auch gelockt, hätte es dann vergiftet, hier oben schön, Hund 1, Hund 2, Hund 3 gesetzt, quasi hier oben an die erste Luftabwehr den ersten Hund, an die Luftabwehr den zweiten Hund, hier in die Mitte den dritten, direkt Ballons hinterher, direkt die Lakaien hinterher, direkt den Warden hinterher, hat ja bisher auch immer ganz gut funktioniert, also es ist im Grunde eine easy peasy 2-Sterne-Base, ja. So, das war im Grunde der Plan, hätte auch ganz gut funktioniert. Was passiert dann? Was passiert dann? Ich verrutsche in der Reihe und drücke anstatt auf die Hocks, drücke ich auf die Hunde. Und ich dachte nur so, Scheiße, was machst du denn jetzt? Die komplett falsche Seite, die Hunde auf einen Fleck. Im Grunde wusste ich zu diesem Zeitpunkt schon, das war's. Der Angriff ist verloren, was willst du jetzt noch machen? Ja, ich dachte nur so, nein, das darf nicht wahr sein. Ja gut, habe ich mir überlegt, Scheiße, was machst du jetzt? Musste ich dann irgendwie noch versuchen zu retten, habe ich den dritten und auch noch hinterhergesetzt, habe die Ballons noch gesetzt. Ich meine, was willst du tun? Die Seite, es ist die komplett falsche Seite. Es ist, der Warden ist jetzt falsch, die Lakaien sind falsch, es ist, die Klarmurg ist noch da. Ich wusste nicht mal mehr, wo die Klarmurg überhaupt ist, deswegen habe ich den Giftzauber jetzt gleich einfach irgendwo drauf gedroschen. Ja, es ist im Grunde, zu diesem Zeitpunkt wusste ich schon, es wird auf jeden Fall kein Stern werden, es wird einfach nichts werden, es ist die falsche Seite, es ist zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen, ohne Scheiß, das ist das Ende, ey. Das ist das Ende von Clash of Clans, das ist unglaublich einfach, oder? Es ist doch einfach unglaublich. Ja, 36%, die Lakaien sind unten noch schön am Rödeln, Alter, vor allem wieder kein Bonus. Wieder die Truppen umsonst gemacht, wieder die Zauber umsonst gemacht, weil ich einfach am Anfang in der Reihe verrutsche. Das muss man sich mal überlegen, wie dumm man sein kann. Einfach, weil man anstatt auf die Hawks drückt man auf die Hunde. Das ist mir noch nie passiert, ey. Ich habe schon den einen oder anderen Clankrieg auf jeden Fall schon gemacht. Ja, dann habe ich mir überlegt, was machst du jetzt? Habe ich dann dazu entschieden, die Helden aufzusplitten, weil ich nicht genau wusste, ob es ansonsten überhaupt reichen wird. Deswegen habe ich dann gedacht, setze den König jetzt halt nach oben, setze die Königin an die Seite und ja. Ja, ich mach auch keine Truppen mehr. Für heute bin ich raus. Das ist unglaublich. Ich werde heute keine Truppe mehr ausbilden, ich werde keinen Zauber mehr ausbilden, ich werde keine Truppen mehr anfordern, ich werde mir den Clankrieg nicht mehr angucken, ich werde nichts mehr machen. Das Einzige, was ich noch machen werde, ich werde auf jeden Fall noch in dem Community-Clan vorbeischauen, aber das war's. mittlerweile kann ich schon wieder drüber lachen. Da sind wir jetzt irgendwie 10, 15 Minuten sind jetzt vorbei. Mittlerweile kann ich wieder drüber lachen, aber das ist unglaublich, oder? Das ist einfach unglaublich. Vor allem tut es mir leid für den Clan. Dass die Leute jetzt, es tut mir leid für unseren Clan, dass die Leute jetzt aufgrund meiner Dummheit jetzt hier verlieren. Wir können es ja mal, die haben alle ganz gut geholt hier oben, die haben alle relativ konstant ihre Sterne geholt, der Gegner, nur wir halt nicht. Wir sind halt zu blöd, da irgendwas zu machen und ja, das tut mir wie gesagt extremst leid für die Leute aus meinem Clan, dass ich so ein Riesenvollidiot bin und es nicht geregelt kriege, einfach anstatt auf die... dass ich es hinkriege, auf die Hocks zu drücken, damit die dann auch richtig angreifen, damit ich die Klamo locken kann. Das wäre doch so einfach gewesen. Ich habe sogar am iPad extra angegriffen. Und ich krieg's nicht hin. Also heute ist echt der Wurm drin, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, solche Tage gibt's auf jeden Fall, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas habe ich noch nie erlebt und ja, meine Base hat natürlich auch nicht gehalten. Das kommt dann auch noch hinzu. Also das ist, wie gesagt, einfach so ein Tag, wo man am liebsten einfach im Bett geblieben wäre. Das ist wirklich, das tut mir echt so leid für den Clan, weil... Es wird jetzt knapp. Ich habe keine Ahnung, ob Kira überhaupt noch angreift. Der hat sich auch den ganzen Tag noch nicht gemeldet. Wollte eigentlich eine schöne Oscar-Folge machen heute bei der Oscar-Verleihung. Hat sich dann jetzt natürlich auch total zerschlagen. Weil es ja alles in die Buchse ging. Und ich mir dachte, ja, den Angriff kannst du auf jeden Fall der Menschheit nicht vorenthalten, weil es wirklich
Vielleicht helfe ich dem einen oder anderen bei seinem Angriff, dass er vorher lieber nochmal auf seine Finger guckt und lieber nochmal guckt, was er denn unten tatsächlich ausgewählt hat. Und ich... Es geht ja so schnell vor allem, ne? Du drückst da mal eben, zack, zack, drückst du da drauf. Das war es dann schon. Das ist zu spät. Es gibt kein Zurück mehr. Danach ist es ist einmal gesetzt. Es ist vorbei. Du kannst es nicht mehr rückgängig machen. Die Truppen sind auf dem Spielfeld. Es ist vorbei. Und ja, Willi hat endlich das erste Mal, dass diese Wall-Eyed Base mal tatsächlich... es ist seine eigens, also es ist seine eigens komponierte Base übrigens von Willi. Mal gucken, wie denn der Gegner es gemacht hat. Ja, ganz oben haben sie ganz gut angegriffen. Unten sind wir eher etwas besser unterwegs. Aber naja... Ich habe jetzt einen Stern geholt aus zwei Angriffen, das ist natürlich unterirdisch. Also habe ich mich, ich kann sagen, ich habe mich an die Bremer Leistung von gestern ganz gut angepasst, muss man sagen. Die gewinnen ja auch absolut gar nichts mehr. Ja, Bremen geht Richtung zweite Liga, ich gehe in Richtung Kreisklasse des Clash of Clans. Oh mein Gott, ey, das ist so peinlich. Aber nun gut, was will man machen? Ich kann es ja nun mal nicht mehr rückgängig machen und... Oh, ey, es ist so ärgerlich. Ich habe mich so geärgert. Wer mich kennt, der weiß, es wurmt mich so... Und ich wollte eigentlich noch in den Gegner-Clan, auch weil die auch sehr nett sind, mal vorbeigucken noch, aber ja, ich werde das nur machen. Ich muss den Leuten das ja auch irgendwie erklären, dass sie nicht denken, ich hätte beim zweiten Angriff irgendwie wer weiß was gebaut. Nein, ich bin einfach auf die Hunde gekommen und das war's. Also, wäre mir natürlich lieber gewesen, ich hätte es irgendwie anders gemacht oder so. Wir können auch irgendwie noch einen coolen Angriff gucken. Haben wir überhaupt noch irgendwas Cooles hier? Ja, von Tom Tata. 100% Angriff. Ja, wäre mir natürlich auch lieber gewesen, ich hätte... oben das gescheit setzen können. Ich meine, es ist eine typische Lavalunion-Base. Es sind im Grunde zwei super safe Sterne mit Lavalunion. Deswegen ist es noch ärgerlicher. Ah, ey. Das Einzige, was ich gleich noch machen muss, ich muss gleich noch Truppen ausbilden, weil Willi noch welche haben wollte. Aber ansonsten bin ich raus für heute. Mindestens, also ich muss ja morgen aufnehmen, weil Matthias ja wieder mal nicht da ist. Aber ansonsten habe ich heute, ich habe keinen Nerv mehr, mir dieses Spiel anzugucken. Absolut nicht. Keine Truppen ausbilden, keine Zauber ausbilden, keine Clan-Truppen fordern, gar nichts. Keine Minen und Sammler lehren. Wer mich also findet in der Gegnersuche, der wird wahrscheinlich irgendwann volle Minen und Sammler finden. Ich werde die nicht mehr lernen heute, kein Bock mehr, ey. Bin froh, wenn ich gleich mal an die frische Luft komme und mal den Kopf freikriege. Mann, ey, das ist das Ende. Das ist das Ende von Clash of Clans für mich heute. Unglaublich. Ja, wie man sieht, wie man es auch besser machen kann, das zeigt uns der Tom Tata. Vor allem mit Fredonaut ist immer einfach im Clankrieg. Da habe ich jetzt, glaube ich, das erste Mal seit ein paar Clankriegen, weil ich ein bisschen zu hoch angegriffen habe, keine 3 geholt mit beiden Angriffen. Ansonsten holst du da ja immer 3. Es ist im Grunde so easy mit diesem Account. Also, ich weiß noch nicht genau, Fredonaut baut jetzt übrigens auch gerade den X-Bogen. Also, und dann als nächstes wollte ich da noch das Labor machen. Das ist noch eine Sache. Und noch bei Fredonaut noch, was wollte ich denn sonst noch machen? Ah ja, stimmt, die Armeelager noch, die Clanburg noch. Also das sind alles noch so Sachen, die da noch so kommen werden. Ich darf allerdings im Ranking natürlich mit diesem Account auch nicht zu hoch rutschen. Aber gucken, ich habe keinen König. Ich hab nur König Level 1. Ich habe keine Königin, ich habe keinen Warden. Von daher sollte das mit dem Account auch eigentlich ganz gut funktionieren. Werden wir jetzt hier noch sehen, wie der Tom Tata noch eben aufräumt. Ah ja, morgen fängt die Challenge gegen den Mobile Fanboy Clan noch nicht an. Die fängt, glaube ich, Dienstag an, so wie ich mir das überlegt hatte. Aber da freue ich mich übrigens schon drauf. Da werdet ihr auch, denke ich mal, viel Spaß dran haben an dieser Serie. Dann eine coole Challenge gegen den Clan von Mr. Mobile Fanboy von Matthias, wo es wieder darum geht, etwas zu sammeln. Werde ich allerdings noch nicht verraten. Jetzt ist ein letztes Mal, dass ich das jetzt hier leere. Ja, jo, der Willi wollte noch einen Hund, glaube ich, und einen Loon und einen... Ach, ich baue ihm einfach mal beide Zauber. Mal gucken, was er da noch so braucht. Ich leere jetzt noch ein letztes Mal die Minensammler. Das war's. Keine Truppen, keine Zauber, nix. Dankeschön fürs Zuschauen. Ein solidarischer Daumen nach oben würde meine Laune vielleicht ein bisschen anheben. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder, hoffentlich in alter Frische. Ich werde auf jeden Fall noch in dem Clan vorbeischauen noch. Aber falls der Clan gerade zuguckt, ihr habt's gesehen, ich bin ein Idiot. Mit diesen Worten, Dankeschön fürs Zuschauen. Gratis Juwelen in der Beschreibung. Bald kommt übrigens noch ein Video, wie man gratis Juwelen bekommt. Da will ich mal so zwei dieser Anbieter mal vergleichen, ob sich das lohnt oder nicht. Werden wir dann sehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.